Aquacomputer ist einer der führenden Hersteller, wenn es um das Thema Wasserkühlung geht. Die bieten sowohl Teile als auch die weltbeste Steuerungssoftware an. Und das gilt vor allen Dingen auch für den RGB-Bereich. Das hier hinter ist mein Rechner. Und ich hatte anfangs auch meine komplette RGB-Beleuchtung ohne Wasserkühlung nur mit der Aquasuit-Software gesteuert. Das geht natürlich auch. Mittlerweile sind da auch einige Teile von Aquacomputer mit eingebaut. Und ich möchte euch einfach mal den kompletten Funktionsumfang der Software zeigen. Die hat nämlich einiges drauf. Bevor es losgeht, einmal zu den verbauten Teilen in dem Rechner. Und zwar haben wir hier vorne einmal das HighFlow Next. Das ist ein Durchflussmesser inklusive Thermometer und gleichzeitig kann damit auch die Wasserqualität gemessen werden. Dann habe ich noch zwei Temperatursensoren verbaut. Einmal einen Temperatursensor, den ich einfach von außen an eine Tube dran geklebt habe. Der lag halt dabei und ich wollte ihn jetzt nicht verschwenden. Und dann habe ich noch einmal einen Temperatursensor mit Außen-Innengewinde installiert, durch den die Flüssigkeit durchfließt, wodurch die Temperaturmessung wesentlich genauer erfolgt. Ich habe also in meinem System drei Temperatursensoren installiert. Auf der Rückseite habe ich einmal das Farbwerk 360, womit ich die komplette RGB-Beleuchtung steuere. Daran sind noch ein paar Splitterkabel und sonstiges angebracht. Man sollte bei dem Farbwerk 360 auf jeden Fall darauf achten, dass man die Version mit dem 4-Pin-Stecker nimmt, weil Aquacomputer hat auch noch eine Version mit deren eigenen Stecker und dann braucht man auf jeden Fall einen Adapter und die sind nicht günstig. Dann habe ich noch das Okto hinten installiert, worüber ich alle Lüfter und die Pumpe steuern. Man kann mit dem Okto quasi jedes PWM-fähige Gerät steuern. Direkt im Programm angekommen, sieht das Ganze erstmal so aus. Als erstes sind hier die Übersichtsseiten aufgeklappt und wir haben hier schon ein paar vorgegeben. Was sich darunter verbirgt, sind halt einfach anpassbare Seiten. Ihr könnt hier jegliche Sensoren und alles Mögliche grafisch darstellen lassen oder auch als Dezimalzahlen. Hier sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben die Möglichkeit, jede einzelne Seite, wenn wir hier auf diesen Bildschirm gehen, dann wird die auf dem Desktop angezeigt. Wenn ich jetzt das Programm mal zumache, dann haben wir hier dieses schöne Overlay auf dem Desktop. Das Overlay an sich ist über den Icons, die auf dem Desktop liegen, über den Verknüpfungen. Das sieht man jetzt nicht, weil ich meine ausgeblendet habe für das Video. Allerdings liegt das Overlay nicht über den Fenstern und auch nicht über Spielen. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Da muss man dann doch auf MSI Afterburner oder sowas zurückgreifen. Genau. Machen wir die mal wieder aus. Die Übersichtsseiten sehen im Programm dann übrigens genau gleich aus. Man hat jetzt hier erstmal die vorgegeben von den Produkten, die ich auch gekauft habe von Okto. Also sprich das Farbwerk 360. Das sind dann so vorgefertigte Seiten, die kann man auch löschen und auch selber anpassen. Das Okto habe ich noch, das HighFlow Next. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal auf dieses Schloss gehe, dann lässt sich eine solche Seite auch bearbeiten. Dann kann ich hier die Grafiken verschieben, ich kann neue auswählen. Und das Schöne ist, es hat hier so ein gewisses Raster, wodurch ich jetzt nicht so übelst nah daran gehen muss und dann peilen muss, weil wenn man das nur ungefähr macht, dann richtet der das an einem Raster aus und dann ist das alles bündig so. Machen wir das Schloss mal wieder rein. Hier unter den Einstellungen könnt ihr dann Seitennamen angeben, sonst was, das ist die Feinheit des Rasters einstellen, Seiten löschen. Und unter anderem, ich möchte jetzt hier einfach mal eine neue Seite hinzufügen, die ist jetzt leer, kann man auch Seiten importieren, die jetzt andere Leute exportiert haben oder ihr selber, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mal den Rechner gewechselt habt und das wieder importieren wollt. Hier sind aber auch ein paar Seiten vorgegeben. Könnten jetzt einfach mal hier zum Beispiel Sidebar Nummer 2 nehmen und das Ganze sehe dann zum Beispiel so aus. So diese ganzen Sachen wie Farben und dergleichen, das könnt ihr alles selber anlegen, das könnt ihr alles bearbeiten, ihr könnt jegliche Texte bearbeiten, ihr könnt die Sensoren umbenennen, die Einheiten, das ist wirklich alles komplett flexibel einstellbar. Also mal kurz gucken hier. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben jetzt hier so Grafik, Diagramm, alles Mögliche mit drin. Das ist halt natürlich ein extra Overlay in diesem Rechteck.
Und hier sehen wir schon ganz schnell, ich möchte es jetzt nur mal kurz anschneiden, weil das wirklich ein Riesengebiet ist und da, ihr könnt wirklich alles selber einstellen, was diese Seiten angeht. Das ist wirklich grandios gemacht. Also einmal die Position kann man hier nochmal verschieben um einzelne Zahlen selber. Man kann das am Raster ausrichten lassen, man kann sogar die Deckkraft des einzelnen Elements einfach darstellen. Hier sieht man jetzt auch schon sehr schön, wie das oben transparent wird. Das sieht natürlich auch geil aus. Genau. Die Schriften kann man ändern in Farbe, man kann eigene Schriftarten importieren. Das ist wirklich hier der Wahnsinn. Darstellung des Diagramms. Da gibt es hier noch so viele Möglichkeiten. Also, da könnt ihr Stunden mit verbringen. Titelanzeige anzeigen, Titelzeile anzeigen, das sieht dann zum Beispiel so aus, ist jetzt hier nicht gerade schön, sage ich mal, aber wenn man da ein bisschen mit rumspielt. Zeitintervalle für das Diagramm, wie häufig sich das aktualisiert, so eine Sachen gibt es auf jeden Fall. Und das geht dann hier noch Ewigkeiten weiter. Statistiken können wir hier auswerten. Ja, also mit den Übersichtsseiten seid ihr wirklich sehr gut bedient, wenn ihr sowas ständig angezeigt haben möchtet. Zumindest auf dem Desktop macht es viel Sinn, sage ich mal. Jetzt im Programm, jedes Mal ein Programm öffnen ist jetzt nicht so der Hit. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Seite einfach anzeigen möchte, meine Hauptseite, ja, da ist jetzt nicht viel drin, aber das habe ich zum Beispiel selber gemacht. Könnt ihr hier die Texte unten selber verändern, wie ihr möchtet, Grafiken Diagramme anzeigen lassen. Und sowas als Overlay ist ganz schön, wenn man die ganze Zeit sehen möchte, was in seinem Rechner vor sich geht, kann ich nur empfehlen. Habe ich auch manchmal aktiviert. Der nächste Punkt ist die Datenschnellansicht. Das ist eigentlich nichts großartig Besonderes. Hier können wir einfach jegliche Daten auslesen jetzt momentan und uns anzeigen lassen, was wir alles vorhanden haben und welchen Wert die momentan haben. Also jetzt hier einfach mal als Beispiel genommen, das ist hier unterteilt in die jeweiligen Produkte, die ich in meinem System eingebaut habe. Jetzt können wir zum Beispiel vom HighFlow Next, wenn wir das aufklappen, einfach mal sehen, welche Sensordaten der denn hier momentan alle ausgeben kann und welchen Wert die haben. Also wir sehen dann hier zum Beispiel, er fördert gerade mit 48,4 Litern pro Stunde. Und ja, Moment, haben hier eine Wasserqualität von 83,3% und so weiter. Dasselbe geht natürlich auch beim Okto. Wir haben hier von jedem einzelnen Fan können wir uns die Drehzahl anzeigen lassen, die Leistung, die Spannung. Also ist wirklich sehr detailliert, aber verändern können wir hier in der Datenschnellansicht nichts. Das ist einfach nur zum Lookup, sage ich mal. Aber wenn wir hier jetzt zum Beispiel auf Daten aus Aquacomputer Dienst gehen, dann haben wir hier schon ganz andere Sachen. Also wir haben hier einmal systemeigene Werte, die wir auslesen können. Klingt jetzt erstmal ein bisschen sinnlos, Tag und Tag der Woche und sonst was alles und Uhrzeiten. Hardware-Monitor, wir können uns hier wirklich alles von dem Computer auch anzeigen lassen, wie schnell die CPU taktet, wie schnell jeder Kern ist und so weiter. Und das hat auch einen ganz speziellen Sinn. Wir haben hier nämlich einmal Virtual Software Sensors und diese können wir nämlich selber unter Playground hier unten anlegen. Und jetzt wird es mega interessant. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier alle meine Temperatursensoren einmal aufgelistet. Das sind die türkisen Dinger hier. Und zwar ist einmal hier Wasser außen. Das ist dieser eine Sensor, den ich von hinten an die Tube dran geklebt habe. Er hat momentan den Wert 32,8 Grad Celsius. Dann habe ich Wasser innen, das ist der Inline-Sensor mit dem Außen-Innen-Gewinde, der 33,43, der ist ziemlich genau. Und einmal das Wasser Highflow Next, da ist eigentlich derselbe Sensor eingebaut und wie man hier schon sieht, das unterscheidet sich nur marginal voneinander. Und diese Werte, jetzt erstmal die beiden hier oben genommen, habe ich einfach in einen Vergleich gepackt. Das ist eine Funktion. Und wenn wir hier auf die Seite gehen,
Dann haben wir hier einmal Quellen. Das Quellen ist jetzt zum Beispiel das erste, was ich hier genommen habe. Da kann man alles Mögliche nehmen. Ihr könnt als Quelle jetzt zum Beispiel auch die CPU-Frequenz nehmen. Und da weiß man jetzt auch schon sofort, warum hier bei der Datenschnellansicht so viel Zeugs mit drin ist. Das kann man nämlich alles hier in eigene Funktionen umwandeln und umrechnen lassen. Und warum das Sinn macht, das zeige ich euch jetzt. Also wie gesagt, hier am Anfang die Quellen. Und als Quelle habe ich jetzt zum Beispiel hier, du kannst eine Konstante nehmen, ich habe hier eine Datenquelle genommen. So, um das einfach mal kurz zu zeigen. Jetzt entsteht hier dieses Ding. Und wenn ich jetzt hier sage Einstellung, dann kann ich hier Datenquelle auswählen. Also erstmal kann ich dem jetzt hier einen Namen geben, sagen wir mal Test, Datenquelle wählen. Und jetzt haben wir hier wieder alles angezeigt, was vorher bei der Datenschnellansicht war. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt die Uhrzeit haben oder den Monat oder sonst was alles. Man weiß ja nicht, was ihr da in dem Playground alles zusammenstellt, sage ich mal. Das ist ja wie so eine, fast wie so eine Programmierumgebung, eine vereinfachte. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, ich nehme mal von Octor, von Highflow Next, gehe ich bei Sensordaten rein und sage, ich möchte jetzt bei Highflow Next einfach mal die Temperatur haben, die momentan hier gemessen wird. Water Temperature, zack, so, dann ist das Ganze drin. Mit Rückfallzeit und Rückfallwert könnt ihr euch später nochmal beschäftigen. Das ist einfach nur der Wert, der ausgegeben wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Sensor fällt aus, sprich 10 Sekunden lang kommt da kein Wert zurück, dann soll bitte der Wert 100 ausgegeben werden, damit gleich die Temperatur übertrieben hoch dargestellt wird und das System dann irgendwie den Computer runterfährt. Ja, auch sowas kann man machen. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Testausgabe, hier kann man einfach Testwerte angeben, um was auszuprobieren. So, wenn ich das jetzt mal hier schließe, dann sehen wir hier jetzt die Temperatur von dem Highflow Next. Ja, jetzt zeigt er hier auch den Namen an und meinen Titel. Ich habe vergessen, hier unten auf den Bestätigen-Knopf zu drücken. Ist aber auch geil, dass wenn ich die Einstellung einklappe, der zwar den Wert, den Temperaturwert übernimmt, aber nicht den Namen. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Quelle. Jetzt gehen wir hier hin, klappen mal die Quellen ein und jetzt haben wir als nächstes hier Funktionen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Funktion genommen, Maximum nennt die sich. Da werden zwei Werte verglichen, A und B. Und der jeweils höhere, der an einem von den beiden Punkten angeschlossen ist, wird hier hinten dann ausgegeben. So, das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Ich habe jetzt hier Eingang A 32,8 Grad, wird dann hier auch angezeigt. Und Eingang B 33,4. Und dann wird natürlich der höhere ausgegeben. Sehen wir hier, ist der höhere von den beiden. Warum habe ich jetzt hier nochmal einen zweiten? Ich habe hier nur zwei Anschlussmöglichkeiten. Da hätte ich mir gewünscht, dass man hier noch B, C, D, E, sonst was angeben kann. Das geht leider nicht. Bei so viel Programmieraufwand hätte ich mir gedacht, gut, das wäre jetzt nicht so das Ding gewesen, das noch hinzuzufügen. Aber gut, kommt ja vielleicht nochmal. Deswegen hier dann nochmal A, B, dass ich noch einen dritten Wert einfügen kann. Und aus dem wird dann auch der höchste ermittelt. Ich habe hier hinten dann nämlich einen Out-Wert. Das ist dann der höchste Wert aller meiner Temperatursensoren. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel benutzen. Also der ist jetzt hier im Playground wieder hinterlegt. Ich lösche mal die beiden Dinge. Und diesen Out-Wert, den könnte ich jetzt zum Beispiel benutzen, wenn ich sagen möchte, dass der höchste Wert aller meiner Temperatursensoren der Wert ist, nachdem meine Lüfter geregelt werden. Dazu kommen wir später, aber wir sehen hier schon mal Reglerquelle für meine Lüfter ist jetzt Wasser in. Das ist der Inline-Sensor und ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, wir sehen jetzt hier, ich habe einmal die realen Sensoren, die verbaut sind und messen und unter anderem habe ich hier Wasser Max, meinen virtuellen Wert, hergestellt aus allen beziehungsweise den höchsten von allen Temperatursensordaten. Und wenn ich den auswählen würde, dann hätte ich hier die Reglerquelle für die Lüfter danach geregelt,
wo die höchste Temperatur in meinem System herrscht. Weil wir haben ja zum Beispiel mal eine wesentlich höhere Temperatur, also wesentlich höher ist übertrieben, aber wir haben eine leicht höhere Temperatur hinter der Grafikkarte, sage ich mal, als jetzt hinter der CPU, weil die Grafikkarte einfach die höchste Temperatur abgibt, die höchste Wärme. Genau, das könnt ihr im Playground alles machen. So, bevor wir das Thema hier Playground einfach verlassen, möchte ich euch noch einmal kurz zeigen, was es hier noch für Möglichkeiten gibt. Einfach damit ihr mal einen Überblick habt. Funktionen könnt ihr einfach hier mal rüber gucken. Ich fange jetzt nicht an, das alles vorzulesen. Ihr könnt euch das ja einfach mal selber durchlesen. So sieht das nämlich dann alles aus. Unter virtuelle Software-Sensoren haben wir Benachrichtigungen. Hier können wir dieselben Funktionen, sage ich mal, programmieren und dann quasi nicht einen Wert, sondern eine Notifikation, eine Benachrichtigung ausgeben. Habe ich mich selber noch nicht so viel mit beschäftigt. So, kommen wir mal zu globale Profile. Hier stoße ich auf ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich dafür nur zu doof bin oder ob es wirklich nicht möglich ist. Und zwar ist es so, dass man alles, was man in den einzelnen Rubriken hier verändert, zum Beispiel bei dem Okto, die Lüftersteuerung, wie er die Lüfter steuern soll und von welcher Reglerquelle er die Daten nehmen soll. Wenn man das alles eingestellt hat, dann speichert er diese Reglerkette auf dem Okto. Das heißt, das Betriebssystem muss nicht aktiviert sein oder hochgefahren sein und der weiß trotzdem, was er alles machen soll, weil auf einem internen Speicher auf diesem Okto wird alles, was ich hier verstelle, hinterlegt. Das finde ich mega praktisch, aber das Problem ist, warum habe ich jetzt hier Reglerquelle innen und nicht Wassermax genommen? Ich habe ja einen Grund, warum ich hier das mir mal vorbereitet habe, weil ich würde gerne einfach den höchsten Wert nehmen. Das ist so ein Fail-Safe dann einfach, eine Fail-Safe-Schaltung, dass ich den höchsten Wert nehme, dann bin ich auf der sicheren Seite, falls irgendwas sein sollte. Problem ist folgendes. Dieser virtuell angelegte Wert, der wird nur berechnet, wenn diese AquaSuit, beziehungsweise AquaSuit hat selber einen Hintergrundprozess. Das bedeutet, es muss nicht unbedingt immer die AquaSuit, also das ganze Programm hier laufen. Ihr müsst das nicht in Autostart packen, das ist hier automatisch gemacht. Es wird hier einfach nur der Hintergrundservice gestartet. Der hat auch wesentlich weniger Belastung fürs System, als wenn ihr jetzt die ganze AquaSuit-Oberfläche ladet. Das Problem ist aber folgendes. Dieser virtuelle Sensor, der wird nur berechnet, wenn der Hintergrundprozess oder das Programm geöffnet ist. Und dieser virtuelle, wie sagen wir, diese Funktion hier, die hier ausgerechnet wird, ich fände es sehr wünschenswert, wenn man die irgendwie auch auf zum Beispiel das Highflow Next oder das Okto speichern könnte. Denn was jetzt passiert, wenn ich Wassermax als Lüftersteuerung für das Okto nehme, ist, dass er hier keinen Wert kriegt, bis das Betriebssystem hochgefahren ist. Der Umkehrschluss davon ist, dass wenn ich im BIOS bin und das Betriebssystem gerade hochfährt, steht Okto da und sagt, kein Wert und feuert die Lüfter auf 100%. Und das ist bei 5 Lüftern, die alle über 2000 Umdrehungen schaffen, extremst laut und nervig. Und ich finde es gut, es ist nur ein paar Sekunden, aber irgendwie finde ich das einfach bei so einem fortschrittlichen Programm, finde ich das irgendwie ein bisschen peinlich, dass das nicht möglich ist, auch auf den Chips zu speichern hier. Geht halt leider nicht. Oder ich bin wirklich zu doof, das herauszufinden. Dann bleiben wir doch einfach gleich mal bei Okto und arbeiten uns von oben nach unten. Also erstmal an der Seite hier sehen wir, was das Okto alles zu bieten hat. Das hat einmal Sensoren.
Da kann man übrigens auch von außen an das Okto selber noch Sensoren anschließen. Wir haben hier 4 externe Eingänge für Temperatursensoren mit 2 Pins jeweils. Man kann einen Flow Indicator anschließen, also ein Durchflussmesser. Und von dem großen Aquabus kann man, man kann es auch mit dem großen Aquabus kombinieren, quasi, dass alles, was hier eingeht oder ausgeht als Steuerung, zum Aquabus rübergeleitet wird als Signal. So, hier unten ist der Anschluss für das Mainboard. Also hier wird quasi über USB das Okto an das Mainboard angeschlossen. Und hier oben haben wir nochmal 2 Ausgänge für DRGB. Schaltung. In dem Falle ist das hier der eigens von Aqua Computer entwickelte Stecker, was ich sehr schade finde, weil man braucht hier auf jeden Fall dann einen extra Adapter wieder. Und wie gesagt, die sind nicht gerade günstig, wenn sie überhaupt verfügbar sind. Das ist auch nochmal so ein Ding. Gut, kommen wir einfach mal dazu. Also ich habe ja hier gesagt, wir haben Sensoren. Wir können hier, muss ich das Bild nochmal rausholen, wir können hier 8 PWM-Geräte, PWM-fähige Geräte anschließen, das heißt Lüfter als auch Pumpen, deswegen Okto wegen 8 und hier haben wir halt den Power-Eingang. Das sind die Lüfter RGB-PX, das sind die Stecker für DRGB und dann fangen wir einfach mal an. Also bei Sensoren haben wir hier alle Sensoren, die angeschlossen sind, die ich gerade gezeigt habe, die man anschließen kann. Und man kann hier, Soft-Sensor heißt Software-Sensor, man kann hier dann zum Beispiel, wenn wir jetzt Wasser Max uns in den Playground erstellt haben, dann können wir den da mit hineinladen. Also wenn ich jemanden leeren nehme, dann kann man den hier umbenennen und dann sagen die Datenquelle, nehme ich jetzt hier Daten aus Aqua Computer Dienst und sage, ich hätte das gerne von den virtuellen Software-Sensoren Wassermax. Das ist dann der Output, den wir da kreiert haben. Den kann man dann da auswählen. Wunderbar. Habe ich hier dann auch schon gemacht. Und hier sehen wir auch schon das Problem, das kommt vom System, die Datenquelle. Und solange das nicht geladen ist, hat das Okto diesen Wert einfach nicht zur Verfügung. So. Man muss diesen Sensor hier übrigens hinterlegen, um dann später bei Lüfter den hier als Reglerquelle auswählen zu können. Noch einmal kurz zurück, ich habe noch 2 Sachen hier ausgelassen und zwar haben wir immer einen Skalierungsfaktor und einen Offset-Faktor, den könnt ihr natürlich selber bestimmen, falls jetzt irgendwie mal ein Wert nicht stimmen sollte von irgendeinem Sensor, dann kann man den nochmal anpassen, plus, minus, wie viel auch immer. Kommen wir zu Lüfter. Hier nennt sich das Lüfter. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert, weil man kann da ja auch, wie ich schon meinte, jedes PWM-fähige Gerät anschließen. In dem Falle auch eine Pumpe. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe hier 5 Lüfter oben und am Ende eine Pumpe. Wenn wir hier mal raufgehen auf jeden einzelnen, dann sehen wir schon, der zeigt uns hier bei den hinteren nicht mehr so viel an. Dazu komme ich auch gleich. Hier unten kann man dann immer den Namen nochmal angeben und noch mehr. Ich nehme mal den ersten. Warum ist denn hier so viel mehr? Und zwar, hier können wir uns erstmal alle Werte auslesen, anzeigen lassen, die er momentan ausliest und misst. Das ist bei jedem der einzelnen Geräte. So haben wir die Drehzahl und alles Mögliche. Weiter unten, ich fange erstmal hier unten an, haben wir dann Lüftereinstellungen. Hier kann man dann den Namen von jedem einzelnen PWM-Gerät anlegen und die Maximaldrehzahl. Die findet man auf den Herstellerangaben, wenn man sich so einen Lüfter kauft. Und ich empfehle, die anzugeben, weil danach werden diverse Diagramme, hier zum Beispiel das hier oben, dann ausgerichtet. So. Und ich weiß nicht, auf was für ein Standardwert das ist, aber mit 2200 habe ich schon relativ hochdrehende, schnelldrehende Lüfter. Startboost. Was ist Startboost? Der ist dafür da, dass wenn ihr einen Lüfter, sage ich mal, habt, der komplett leise sein soll zu einem gewissen Zeitpunkt, weil er gerade nicht gebraucht wird und dann später wieder angehen soll, dann kann es passieren, dass manche Lüfter, wenn man die ganz langsam hochriegelt, dass die dann nicht aus dem Knick kommen. Dadurch, dass die, ja, da ist so ein bisschen so ein Drehmoment erforderlich, was dann in dem Lüfter in dem Moment nicht überschritten wird. So, und mit einem Startboost wird einmal kurz die Spannung stark erhöht und wieder runtergenommen.
damit er erstmal so in Gang kommt. So, an der Stelle mal eine kurze Korrektur, und zwar den Startboost solltet ihr verwenden, wenn ihr den Lüfter mit so einer Start-Stopp-Technologie quasi verwenden wollt. Also wollt, dass der auch mal komplett ausgeht, weil um dann wieder anzugehen, wie gesagt, muss er aus dem Knick kommen und dann ist so ein Startboost ganz hilfreich. Die Minimalleistung, mit der, das ist so ein bisschen fast das Gegenteil von dem Startboost, also wenn ihr die Minimalleistung richtig setzt, dann unterschreitet der Lüfter niemals diesen Punkt, an dem er ausgeht und dann quasi einen Startboost bräuchte, um wieder richtig durchstarten zu können. Man kann natürlich auch Minimalleistung und Startboost zusammen verwenden, um auf Nummer sicher dann zu gehen. Das sollte er doch mal ausgehen, dass er dann auch wieder angeht. So, hier haben wir wieder so eine Art Rückfallwert, und zwar Ausgangsleistung, wenn die Datenquelle nicht zur Verfügung steht. Die Datenquelle ist jetzt zum Beispiel das hier, und wenn er jetzt nicht weiß, wie hoch ist denn die Temperatur, wonach soll ich regeln, dann können wir ihm sagen, wenn er das nicht weiß, wenn irgendwas ausgefallen ist, dann soll er für diesen ausgewählten PWM-Ausgang so und so viel Prozent geben. Einfach nur, um sicher zu gehen, habe ich gesagt, wenn irgendwelche Werte, Temperaturwerte nicht ausgelesen werden sollen, dann geh auf Nummer sicher und hau die Lüfter einfach alle auf 100%. Warum sehen wir denn jetzt hier bei den anderen so wenig? Ich halte es nicht für nötig, bei einer Wasserkühlung jeden einzelnen Lüfter unterschiedlich ansteuern zu müssen. Erstens wird es todeskompliziert und man kriegt da kein bisschen mehr Leistung oder mehr Wärme irgendwie weg. Ich habe deswegen gesagt, hier bei Modus Einstellungen verwenden von Fan 1, und die machen dann alle das gleiche wie hier, und hier habe ich dann einmal ordentlich programmiert, wie er denn überhaupt verfahren soll. Man kann hier in drei verschiedenen Modi wählen. Ich habe jetzt Kurvenregler, da kann man hier selber die Kurven anlegen. Unter den verschiedensten Bedingungen. Also man kann sagen, die Starttemperatur hier bei mir, die fängt bei 28,3 an. Hier ist es dann gesetzt, vorher macht er nichts. Automatische Regelung, ich wähle das jetzt nicht aus, weil das ist ein bisschen filigran. Sobald ich das auswähle, verstellt er mir hier die Kurve, und ich habe da lange für gebraucht, die so zu programmieren, aber ihr wisst ja ungefähr, wie sowas funktioniert. Das hat man ja in vielen Programmen, sage ich mal, auch. Dann haben wir hier einen Temperatur-Soll-Wert. Und wenn ich das auswähle, dann wird das Ganze sehr viel einfacher. Wenn ihr keine Lust habt auf so einen Kurvenregler, dann könnt ihr sagen Reglerquelle, die auswählen, nehmt dann irgendeinen Temperatursensor und sagt, welche Temperatur er maximal erreichen soll und wie schnell er regeln soll. Und wenn man das hier ein bisschen ausprobiert hat, dann merkt man ganz schnell, sobald er bei 39 Grad ist, dreht er ganz schnell hoch, einfach um nicht diese 39 Grad zu überschreiten. Und sobald er ein bisschen darunter ist, geht er sofort wieder runter, und das ist so ein bisschen wie so ein Segen. Das geht dann immer rauf und runter, das ist nervig. Da kann man dann auch ein bisschen weiter runter gehen. Wenn man hier bei der Regelgeschwindigkeit nicht das findet, was man möchte, und da geht es für richtige Freaks los, kann man hier benutzerdefiniert auswählen und landet dann bei dem sogenannten PID-Regler. Dafür muss man sich mit Regelkreisen auskennen. Ich hatte das damals mal in meiner Ausbildung zum Mechatroniker. Das ist ein relativ komplexes Thema. Da geht es dann um Nachstellzeiten und Regeldifferenzen und sonst was alles. Da muss man sich eine ganze Zeit mit befassen. Aber wenn man das dann kann, dann kann man hier sagen, wie, in welcher Art und Weise er regeln soll. Dann kann man das Ganze ein bisschen softer regeln lassen, dass das wirklich kaum noch hörbar ist. Erfordert aber wirklich viel Hintergrundwissen. Da fühle ich mich so ein bisschen von Aquacomputer im Stich gelassen. Hier hätten sie vielleicht mal eine Anleitung in der Hilfe zurücklegen können für einen. Ist leider nicht der Fall. Aber nur mal, damit ihr es gesehen habt. Leistungsvorgabe, das ist halt einfach ein dauerhafter Wert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf 100% gehe, dann sollte man sofort hören. Ja, alle Lüfter sind auf 100%. Das ist natürlich enorm nervig. Aber wenn man so ein bisschen rumspielt, dann braucht man das häufiger, ist mir mal aufgefallen. So, ich gehe wieder auf Kurvenregler. So habe ich das alles eingestellt. Ich habe ungefähr herausgefunden, bei 1100, 1200 Umdrehungen werden die Lüfter hörbar laut für mich. Ich habe meinen Rechner auch auf dem Tisch stehen, das muss man auch wissen dafür.
Und deswegen habe ich das so eingestellt, dass er, sage ich mal, ja, bei 39,5 Grad erst über diese 1200 Umdrehungen rüber hinweg geht. Also es schafft es sowieso. Es passiert selten, dass er über 39,5 Grad kommt. Ich habe aber auch noch nicht im Sommer bis jetzt gezockt, muss ich sagen. Da passiert es dann natürlich wesentlich schneller, weil er nicht mehr so viel Wärme an die bereits warme Luft einfach abgeben kann. So, und dasselbe habe ich dann hier für die Pumpe, die habe ich dann natürlich Pumpe genannt, so auch die Maximaldrehzahl angegeben und die Minimalleistung. Das heißt, egal wie niedrig die Temperatur in meinem System ist, die Pumpe dreht sich nie mit weniger als 40% ihrer Maximalleistung. Und auch hier habe ich das ungefähr danach geregelt, ab wann die hörbar laut wird. Und ich sag mal, bei der Pumpe macht es nicht so viel aus, wenn man die jetzt übelst schnell drehen lässt, da wird das Wasser nicht kühler. Man schleudert dann einfach nur warmes Wasser schnell umher. Es hat weniger Zeit dann in dem Moment, die Wärme aufzunehmen an der Stelle, wo es heiß wird, zum Beispiel an der CPU oder der Grafikkarte. Es hat aber auch weniger Zeit, Wärme abzugeben im Radiator. Also es macht nicht so viel Sinn, diese Pumpe hier so hoch drehen zu lassen, sondern man sollte sie in so einem moderaten Bereich, wo sie einem einfach nicht auffällt, irgendwie agieren lassen. So, als nächstes, zu dem RGB-Bereich komme ich, wenn es ums Farbwerk 360 geht, weil ich habe jetzt selber bei dem Okto nichts angeschlossen. Bei mir läuft das alles über das Farbwerk, einfach wegen der 4-Pin-Anschlüsse, beziehungsweise 3-Pin braucht man ja nur. Alarme habe ich selber noch nicht so viel benutzt, aber man kann auf jeden Fall Alarme einrichten, sowohl optische als auch akustische Alarme, und dann die diversen Werte dafür setzen, ab wann die denn losgehen sollen. Profile. Man kann für jedes einzelne Gerät ein Profil oder mehrere Profile anlegen, und es heißt jetzt hier bei mir Beste. Ich benutze nur ein Profil, aber man kann jetzt zum Beispiel sich ein Profil anlegen, zocken, oder ein Profil Office und demnach dann die Lüfter unterschiedlich drehen lassen, und man kann die ganz schnell hier, sage ich mal, auswählen, dann hat man die schnell geswitcht, oder man lässt sich hier unten, na gut, ich habe es jetzt nicht drin, aber man kann sich diesen Hintergrundservice so einrichten, dass er auch hier unten ein kleines Icon anzeigt, einfach in im Tray-Bereich, sodass man dieses hier schnell zugreifen kann, ohne dass man die ganze Aquasuit-Oberfläche erst laden muss. Ich benutze nur ein Profil, und wenn man jetzt irgendwas hier dran verändert, dann sollte man auch auf jeden Fall darauf achten, dass man hier Geräteeinstellungen in dieses Profil Speichern auswählt. Wenn man irgendwas geändert hat, dann taucht auch hier so eine kleine Diskette auf. Kann ich ja mal einfach kurz machen. So. Das ist jetzt noch nicht auf dem Okto, auf dem Chip von dem Okto gespeichert. Und jetzt habe ich es gerade gemacht. So. Gehen wir mal hier wieder zurück. Zack, speichern. Und unter System haben wir nochmal so allgemeine Geräteinformationen. Wir können dem hier nochmal einen Namen geben. Wir sehen die Firmware-Version, die Seriennummer. Wir können die ganzen Einstellungen pro Tab, sage ich mal, pro Gerät selber exportieren, wenn man die mal jemand anders geben möchte oder einfach nur mal sicher gehen will, falls mal irgendwas passiert, irgendwo auf einem USB-Stick oder einem externen Festplatte speichern. Und auch Firmware-Updates werden hier über diese Aquasuit-Software selber gemacht. Das funktioniert übrigens auch einwandfrei, finde ich sehr gut gelungen. Dann kommen wir jetzt zum Datenlogger. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man immer so eine Übersicht über sein System haben will und mal gucken will, wie sich das so im Laufe der Zeit verhält, oder mal Fehler auswerten möchte, wissen will, warum dies und jenes gerade passiert ist. Dann kann man alles sich loggen lassen. Und zwar geht man dafür erstmal zu den Log-Einstellungen und muss ich hier einen neuen Log anlegen. Man sagt jetzt hier zum Beispiel Daten speichern, in welchem Intervall er jeweils die entsprechenden Daten abrufen soll. Also ich sage jetzt hier einfach mal, jede Sekunde möchte ich bitte, dass die Datenquelle, ja, und jetzt können wir uns hier aussuchen, die Datenquelle High Flow Next, Sensordaten, Wassertemperatur, möchte ich, dass jetzt jede Sekunde die Wassertemperatur abgelesen und aufgezeichnet wird, und löschen soll er sie gar nicht.
Und jetzt kann ich hier zu Daten auswerten gehen. Hier unten erscheint das Ganze dann nämlich. Und wenn ich jetzt hier mal einen Doppelklick drauf mache, dann wird mir hier nämlich eine Grafik angezeigt. Die ist jetzt ziemlich eintönig, weil wir erst seit ein paar Sekunden das Ganze aufzeichnen. Aber hier unten würden wir dann zum Beispiel sehen Tage, Monate und so weiter und Jahre vielleicht auch, wenn man das ewig aufzeichnet. Und könnte dann sich ansehen, wie der Temperaturverlauf im Laufe der Zeit ist. Am meisten Sinn macht sowas, finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt sich mal den Leitwert der Flüssigkeit ansieht und mal gucken will, wie steht es denn zum Beispiel hier beim HighFlow Next unter Sensoren mit der Wasserqualität. So, und wenn man sich das, hier wird es jetzt auch nochmal angezeigt, da kann man sich dann anzeigen lassen, oh, die sinkt mit der Zeit oder sonst irgendwas. Kann man dann alles auch hier im Datenlogger einfach sich aufschreiben lassen und auch automatisch exportieren. Dann gehen wir auch hier auf Hinzufügen, sagen, wie möchtest du es exportieren? Zum Beispiel als XML-Datei könnte man das dann exportieren. Und wohin? Und dann speichert er automatisch ab und an wieder diese Dateien. So, ist auf jeden Fall ein ganz praktisches Tool. Ich benutze es auf jeden Fall nicht. Für mich ist dieses ganze Kapitel mit der Wasserkühlung, wenn man das einmal gebaut und eingestellt hat, dann ist es bei den meisten, würde ich mal so sagen, so, dass sie das einfach irgendwann vergessen, dann bleibt es im Hintergrund. Dann bleiben wir einfach gleich beim HighFlow Next. Hier haben wir wieder den ersten Punkt Sensoren. Wer hätte das gedacht? Die Wasserqualität, das habt ihr hier schon gesehen. Die wird hier aufgezeigt und wird danach ermessen nach dem Leitwert. Also je leitender die Flüssigkeit ist, desto schlechter ist die Wasserqualität quasi. Ja, hier oben haben wir wieder alle möglichen Sensoren und Eingänge. Ich habe hier auch nochmal die Rückseite von dem HighFlow Next einfach als Foto. Hier sehen wir wieder RGB. Man kann auch hier wieder einen dRGB-Ausgang steuern, aber auch wieder nur mit diesem extra Stecker von Aqua Computer. Dann haben wir hier nochmal einen Eingang für einen extra externen Temperatursensor. Brauche ich jetzt nicht, weil ich habe ja hier drin schon einen. Und hier oben der Ring, das ist nochmal selbst eingebaut, eine komplette RGB-Beleuchtung, die man auch dRGB-Beleuchtung, die man komplett selber programmieren kann. Aber dazu kommen wir im letzten Schritt, wenn wir uns dann dem Farbwerk 360 nähern. Hier haben wir jetzt nochmal den Punkt Alarme. Und hier können wir dann nämlich schon ein bisschen mehr einstellen, was die Alarme angeht. Und zwar können wir ja durch dieses HighFlow Next, was ja eine eigene Hardware an sich ist, sowohl Beleuchtung, also zum Beispiel Alarmblinken an den LEDs, als auch Töne, Piepen und sonst was ausgeben, wenn jetzt zum Beispiel wir sagen, du pass mal auf, der Durchfluss ist einfach nicht mehr gegeben, also quasi die Pumpe ist ausgefallen und dann können wir sagen, gut, nach 10 Sekunden, wo das passiert ist, soll einfach der Alarm losgehen. Und solche Sachen können wir hier alle nochmal einstellen und dann quasi ausgeben. Und wie das aussieht, zeige ich mal jetzt. Da würde ich in dem Falle nämlich einfach mal zum Okto, zu den Lüftern gehen und der Pumpe sagen, ja, geh mal 5% runter. Genau. Und auf dem Display steht jetzt, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, weil es so flackert, Grenzwert 15 Liter pro Stunde ist unterschritten. Das hatte ich eingestellt. Geben wir der Pumpe mal wieder ein bisschen Stoff hier. Und wenn wir einmal kurz hier unter Alarme schauen, dann sehen wir hier auch Flow Indicator, Untergrenze 15 Liter pro Stunde. Hat er auf jeden Fall richtig erkannt und wird dann auch durch Piepen und so einen roten Ring oben wiedergegeben. So, was haben wir noch? Also hier unter Display haben wir diverse Anzeigeseiten, wo wir uns in den verschiedensten Art und Weisen diverse Werte auf dem Display von dem HighFlow Next anzeigen lassen können. Und wir können, also ich kann das hier einfach mal auswählen und dann sieht man da unten auch dann in geraumer Zeit irgendwann, ich muss den anderen natürlich abwählen, zack, ist der Switch da. Man kann hier dann auch mehrere auswählen und wenn man mehrere auswählt, dann kommt es darauf an, was man hier oben bei Seite umschalten nach an Sekunden eingestellt hat, aber mir reicht es eigentlich, wenn ich die Liter pro Stunde und die Temperatur habe. Dann können wir das Display drehen, wenn man das ganze Gerät jetzt, sag ich mal, verkehrt herum irgendwo eingebaut hat.
Invertieren bezieht sich auf die Farbgebung. Ja, dann wird schwarz-weiß und umgekehrt. Automatisch invertieren, weiß gar nicht, was das hier macht. Eine Tastensperre können wir einrichten und mal wieder die Einheiten. Helligkeiten können wir hier oben auch regeln. Jo, das war es erstmal zum Display. Profile haben wir hier natürlich auch wieder. Alles, was wir hier verstellen, können wir in unterschiedlichen Profilen, je nach Lust und Laune, auf dem Gerät speichern. Und unter System, ja, hier haben wir wieder die Standard-Sachen wie auch bei den anderen. Wir haben hier noch Standby-Erkennung. Es gibt ja im BIOS die Möglichkeit, diese S4 und S5 States zu setzen, welche im Endeffekt angeben, wenn der Rechner abgeschaltet ist, ob dann über USB noch weiterhin Spannung ausgegeben werden soll. Wenn man jetzt zum Beispiel den Rechner aus der Ferne aktivieren oder aus dem Standby holen will. Wenn das nicht aktiviert ist im BIOS, dann wird sowieso über USB der Saft abgedreht. Dann braucht man das hier nicht. Wenn dem nicht der Fall ist, dann macht es schon Sinn, hier den Haken zu setzen, damit das Gerät abschaltet. Weil wenn es anbleibt und alles andere ausgeht, sprich auch die Pumpe, dann wird einfach nur der Alarm als nächstes wieder anspringen, weil er dann denkt, okay, hier ist kein Durchfluss mehr. Aber er weiß ja nicht, dass das System aus ist. Von daher, hier kann man ihm das Ganze nochmal vermitteln. Genau. Und im nächsten Schritt kommen wir jetzt dazu, worauf alle gewartet haben, und zwar Farbwerk 360. Wir wollen einmal uns mit dem kompletten DRGB-Bereich von Aqua Computer beschäftigen. So, und jetzt geht's los. Ach, da könnte ich Stunden mit verbringen. Also zuerst haben wir hier natürlich wieder den Sensorenbereich, weil das Farbwerk 360 hat auch hier 4 Eingänge für zweipolige Temperatursensoren. Aber das überspringen wir erstmal. Das kennen wir ja sowieso alles RGB. Hier haben wir unsere 4 DRGB-Ausgänge, die wir einzeln steuern können. Und jetzt komme ich einmal kurz darauf zurück, was hier nämlich für Unterschiede herrschen bei dem Farbwerk 360. Und zwar müsst ihr darauf achten, wenn ihr das kauft, dass ihr entweder wie hier Female-Stecker oder wie hier Male-Stecker an eurem Farbwerk habt. Und zwar gibt es nämlich noch eine zweite Variante, und das ist die. Und hier habt ihr gar nicht diese 3-Pin bzw. 4-Pin ARGB oder DRGB-Stecker und müsst hier erstmal für jedes einzelnen Adapter von Aqua Computer kaufen. Das ist halt blöd irgendwie. Deswegen empfehle ich den oder eben den zu nehmen. Da muss man einfach mal ein bisschen genauer bei den Bildern hinschauen, wenn man sich unsicher ist, beim Hersteller anrufen. Das kommt dann immer darauf an, was für einen Stecker das jeweilige RGB-Gerät oder zum Beispiel, was weiß ich, ein CPU oder ein GPU-Wasserblock hat. Und wenn ihr sowieso euch so ein Splitterkabel kauft, da sind meistens nochmal so eine Female auf Male bzw. umgekehrt Adapter mit bei für jeden einzelnen Stecker. Da ist es dann wirklich egal, ob ihr den oder den kauft. Nur bei dem hier aufpassen, sollte man nicht unbedingt machen. Jetzt zum RGB. Wir haben, wie gesagt, 4 separat ansteuerbare RGB-Ports. Und in jedem RGB An jedem RGB-Port kann man bis zu 90 LEDs einzeln ansteuern. Ich nehme jetzt einfach mal das Teil hier. Nein, Moment, wo ist es denn? Das letzte. Hiermit habe ich nämlich Tank und GPU zusammen angesteuert. Mir fehlt hier, muss ich ehrlich sagen, wenn man schon extra so viel Geld ausgibt bei dem Farbwerk 360, irgendwie noch ein 5. und 6. Ausgang. Also das Ding ist ja nun mal darauf ausgelegt, RGB zu steuern und nichts anderes eigentlich. Und dann sind 4 Ausgänge wirklich ein bisschen wenig. Also da haben schon andere Hersteller wie EK und sonst was wesentlich mehr. Aber halt da nicht die beste Software, ne? Da ist halt eben hier Aqua Computer mit der Aqua Suite ganz weit vorne. Nun denn, also wollen wir einfach mal kurz hier die ganzen Effekte durchgehen. Man muss jetzt natürlich erstmal wissen, wie viele LEDs hat denn überhaupt mein anzusteuerndes Gerät. So, in dem Fall
möchte ich das jetzt einfach mal am Beispiel meines GPU-Wasserblocks zeigen. Und das können wir ganz einfach herausfinden. Ich schiebe das mal weg, dann geht das beides nämlich aus. Und wir nehmen uns einfach mal hier so ein Ding. Die kann man auch ganz einfach neu erstellen, indem man hier unten draufklickt. Wupp, dann entsteht eine neue Spur. Dann nehmen wir die Spur einfach mal und ziehen den mal auf eine LED groß. So, nehmen uns einen ganz einfachen Effekt, zum Beispiel den Regenbogen. Und jetzt sehen wir hier, gut, es ist eine einzige LED angesteuert. Und jetzt geht man einfach vorwärts und macht das immer weiter, bis man merkt, also man sieht ja jetzt, wie immer noch eine LED mehr dazu kommt. Und wenn man irgendwann merkt, da wird es nicht heller, dann weiß man spätestens, wie viel LEDs das Gerät überhaupt hat. Wenn man das nicht sowieso schon auslesen kann, auf der Herstellerseite. So, und ich glaube, nach 9 war hier Schluss. Jo. Hier in meinem Fall steuere ich natürlich jetzt mehrere Geräte mit einer Spur an. In dem Falle die Tankbeleuchtung und die GPU-Beleuchtung. Und deswegen habe ich hier 11 eingestellt, weil mein Tank 11 LEDs hat. Und da würde ich halt sonst 2 einfach verschwenden. Jetzt zu den ganzen Effekten. Ich nehme nicht den, sonst vergriesgnadel ich mir das hier noch. Das habe ich alles schon so schön aufeinander eingeschaltet. Wir nehmen die 11. Und dann gehe ich einfach mal alle durch und ihr könnt euch mal ein Bild davon machen. Die restlichen, die hier folgen, sind erstmal abhängig von Sound und Anzeigen. Das hatte ich ja schon erklärt, hier Ambient und sowas alles. Wir haben hier nochmal Uhrzeit.
Also wie ihr seht, wirklich eine grandiose Auswahl. Und das ist nicht schon alles. Und zwar haben wir hier einfach nochmal die Möglichkeit, jeden einzelnen Effekt in so extrem vielen Details zu verändern. Das ist nicht nur die Geschwindigkeit, Überblendungsgröße, man kann hier die Punktgröße einstellen von einzelnen Punkten, die hier durchrauschen, Farbbereiche, Richtungsumkehr. Das geht hier noch viel weiter. Wir können hier zum Beispiel beim Scanner können wir das Ganze glätten, dass das softer aussieht, wenn es durchrauscht, oder halt irgendwie härter, je nachdem, wie man das gerne hätte. Man kann die Farben zufällig auswählen lassen, einen zweiten Farbmodus mit reinholen, Verzögerungseinstellungen. Es ist wirklich alles, was das RGB-Herz begehrt, ist hier möglich. Von daher würde ich sagen, Aquasuit ist hier auf jeden Fall Marktführer, was das angeht. Leider hinkt die Hardware da ein bisschen hinterher. Was ich aus keinem anderen RGB-Steuerungsprogramm kenne, ist, dass man hier die verschiedenen Spuren mit den Effekten, die man schon so detailliert abändern kann, auch noch stacken kann. Also wenn ich jetzt hier dieses Ding über das andere rüberlege, dann sehen wir das untere erstmal nicht. Wir sehen, wenn ich es wegnehme, da verändert sich gar nichts. Aber wenn ich jetzt diesen Effekt hier, das ist das, was hier gerade zu sehen ist, transparent mache, sprich den Hintergrund, der jetzt auf schwarz steht, den nehme ich einfach mal auf 0 und zack, schon kombinieren sich die beiden. Und ich kann jetzt hier natürlich noch etliche weitere Spuren hinzufügen und dadurch ergeben sich einfach unendlich viele Kombinationen von Animationen und Farbgebung, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe damit schon so viele Stunden zugebracht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ganz zu allerletzt haben wir hier unten noch Strips on und off. Wer hätte das gedacht? Schaltet RGB an und aus. Und die Helligkeit. Und hier ist wieder so ein kleines Manko. Ich hätte gerne einen Helligkeitsregler. Also man kann natürlich in den einzelnen Effekten, bei den Farben, hier dann sagen, man möchte zum Beispiel die Farbe in der Helligkeit oder im Kontrast nicht ganz so hell haben. So kann man das dann einzeln regeln. Das ist aber relativ aufwendig. Man kann hier unten die Helligkeit regeln, aber das regelt dann die Helligkeit von dem kompletten System. Ich hätte gerne so einen Helligkeitsregler für jeden einzelnen RGB-Ausgang hier einmal. Das wäre auch nochmal ein Update wert auf jeden Fall. Eine der geilsten Funktionen finde ich auf jeden Fall, dass die Aquasuit ihre Daten und Sensoren einfach Drittprogrammen zugänglich macht. Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel hier in Hardware Info die Möglichkeit, einfach unter der Rubrik relativ weit unten Aqua Computer, hier ist zum Beispiel Octo, von allem, was Octo ausgeben kann, könnt ihr hier zum Beispiel entnehmen, Fan, welche Umdrehungszahl jetzt gerade die Lüfter haben, die angeschlossenen Temperatursensoren. Wir haben hier Software Temperature 1 und 2. Das sind die Temperaturen, die wir zum Beispiel im Playground angelegt haben. Und wenn wir diese dann im Octo unter Sensoren hier nämlich, oh, wo haben wir es denn? Wenn wir das hier im Octo hier unter Sensoren oben hier angeben, dann können wir das nämlich auch zum Beispiel in Hardware Info auslesen lassen. So haben wir dann hier zum Beispiel Temperatur, Wasser, Max und sowas alles. Hier unten haben wir dann vom HighFlow Next die ganzen einzelnen Daten noch, die wir uns anzeigen lassen können. Und wenn wir jetzt in Hardware Info selber bzw. Hardware Info noch mit Riva Tuner verbinden, dann haben wir die Möglichkeit, alles was wir hier gerade sehen, dann gehen wir einmal auf Einstellungen, OSD. Und dort, wo wir jetzt hier bei Riva Tuner bei der Spalte einen Haken für Yes setzen, können wir, hier muss man dann bei Show Value in OSD, dann können wir das Ganze uns im Spiel anzeigen, so wie ich das jetzt hier links oben einfach habe. Ich habe die Temperatur, danach habe ich die Umdrehungszahl meiner Pumpe, danach die der Lüfter. Darunter noch ein paar Infos über die Grafikkarte. Genau, und hier sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt da wirklich so viel rumexperimentieren und euch alles beim Zocken dann auch anzeigen lassen.
Was mit dem normalen Overlay, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich nicht geht. Hier können wir dann noch sagen, wo genau das positioniert sein soll. Also ob das jetzt hier an erster Stelle die Wassertemperatur ist oder weiter hinten und was hier als erstes stehen soll und so weiter und so fort. Da sind wirklich viele Möglichkeiten offen gelassen. Finde ich super gemacht. Und das Ganze geht natürlich auch noch mit anderen Programmen, nicht nur mit Riva Tuner und Hardware Info. Was ich wieder nicht ganz so toll finde, ist zum Beispiel, sehen wir ja jetzt hier, ich kann oben sehen, ich habe 1120 Umdrehungen für meine Lüfter momentan, beziehungsweise ist da jetzt einfach der höchst drehende Lüfter, ich habe da einfach nur einen anzeigen lassen, gezeigt. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich sehe ja jetzt beim Spielen bei 1200 zum Beispiel, ist es bei mir, da werden die Lüfter unanständig laut. Und dann denke ich mir, gut, dann richte ich ja hier die Kurve, die ich habe bei meinen Lüftern. Dann richte ich die Kurve einfach so ein, dass sie nicht über 1200 RPM gehen. So, das Problem an der Sache ist einfach, dass wir hier den Reglerausgang nur in Prozent setzen können. Warum kann man hier nicht einfach auch sagen, statt Prozent, wie schnell der Lüfter dann drehen soll? Ich meine, die Daten hat er ja hier oben. So, jetzt muss man sich das erstmal umrechnen, weil wenn man dem 25% gibt, auf die 25%, darauf kommt nochmal die Minimalleistung hier unten drauf. So, und wenn du jetzt hier an jedem Punkt am Rechnen bist, das ist natürlich nicht so geil. Da finde ich, hätte man hier irgendwie nochmal so eine Möglichkeit einbauen sollen, dass man das umschalten kann von Drehzahl zu prozentualer Ausgangsleistung. Ich meine, das Programm hat ja beides zur Verfügung. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich sage danke fürs Einschalten und wenn ihr Fragen rund um das Thema oder Anregungen für neue Videos habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit.